Sonntag. Heute ist Muttertag. Also meine Mama hat schon mal ein Geschenk bekommen von mir und von Sophie auch. Und ich habe auch ein Geschenk von ihr bekommen. Und Sophie gibt mir Geschenke von in der Früh gleich, weil sie länger geschlafen hat, bis um 8. Das ist schon seit langem nicht mehr passiert. Und auch wir sind jetzt unterwegs zu meiner Freundin. Und Sophie gibt mir gerade ein zweites Geschenk. Und zwar, sie ist jetzt noch ruhig im Auto. So hoffentlich werde ich auch einen schönen Muttertag haben. Skropí a trest, ti pomůže nést. Řídí Jordán, ve řeku všech nadějí. Meine kleine Maus wird bald schlafen, bestimmt. Und heute wird mich wieder meine Freundin Teresa und meine Freundin Misha mit ihrer Tochter besuchen. Ich freue mich schon sehr darauf. Wir waren auch gestern zusammen bei Teresa in ihrem Dorf. Und heute werden sie zu mir kommen nach Hause. Dann werden wir auch ein bisschen noch spazieren. Also ich freue mich schon sehr. Und ja, gestern hatten wir einen wunderschönen Tag bei Teresa. Also das Essen war sehr lecker, Sophie hat es sehr gut gefallen. Sie wurde sehr viel herumgetragen von allen und das ist ja das, was sie liebt am meisten. Also ganz toll und ich freue mich schon auf den heutigen Tag noch. Guten Morgen. Also gestern war ein wunderschöner Tag, es war sehr sonnig und meine beiden Freundinnen haben mich besucht, Teresa und Misha.
Und wir sind dann auch noch spazieren gegangen. Wir haben uns auch Athletikstadion angeschaut, wo Micha trainiert. Und ja. Stimmt, Jeffy? Ja. Und heute habe ich mal vor, mich mit Micha zu treffen. Also es ist Mittwoch und ja, ich wollte eigentlich am Sonntag nach Hause fahren, aber dadurch, dass die Tage so schnell vergangen sind und ich hatte einiges zu tun, zu erledigen auch, wäre es einfach zu früh und da bin ich geblieben. Jetzt mal voraussichtlich bis Freitag, weil am Samstag mein Mann Geburtstag hat und dann würde ich gerne nicht verpassen. Ja, andererseits, ab 19. Gibt es keine Quarantäne mehr in Österreich, wenn man aus Tschechien einreist. Also ich würde mir dann die Quarantäne ersparen. Ja, aber ist eigentlich auch egal, weil ich mit Sophie so oder so zu Hause bin. Aber ja, dann konnte ich spazieren gehen oder sowas. Und am Montag und am Dienstag habe ich wieder meine Freundinnen getroffen. Stimmt, Sophie? Ja, du warst auch dabei. Ja, ich weiß. Das war ganz lustig, stimmt. Und heute kommt auch eine sehr gute Freundin von uns mit ihrer Familie. Also darauf freue ich mich ganz besonders. Diese gute Freundin hat für Sophie so viele Sachen genäht und vorbereitet, als sie noch im Bauch war, und hat sie das dann meiner Mama gegeben, die mir das dann nach Österreich geschickt hat. Also das war auch sehr nett von ihr. So möchte ich mich ein bisschen revanchieren. Ja, also kommen sie heute zum Abendessen und ich freue mich auch schon sehr darauf. O caso é se a gente já pode ver, não é? Zašlas, kde je vy před spaním, Sofinka? Also gestern Abend hat mich mein Mann angerufen und hat gemeint, da Feiertag ist in Österreich, vielleicht könnt ihr mich morgen, also heute, abholen. Und ja, er freut sich auch schon sehr auf uns. Also haben wir uns entschieden, dass wir doch früher nach Hause fahren. Nicht erst am Freitag, sondern heute am Donnerstag. Und ja, dass ich auch nicht bis zum 19. bleibe. Ja, ich freue mich schon so sehr auf meinen Mann. Andererseits habe ich schon damit gerechnet, dass ich ein bisschen länger da bleibe. Also ich werde natürlich auch meine Familie sehr vermissen. Aber ich hoffe, es wird bald gehen, dass wir uns öfters besuchen. Und ja, da es nicht mehr so viele Einschränkungen geben wird, sollte es möglich sein, hoffentlich. Ja. Und ansonsten, gestern sollte diese gute Freundin mit ihrer Familie kommen. Die mussten leider absagen, da ihre Tochter sich also nicht gut gefühlt hatte, war ein bisschen krank. Also habe ich ihr über meine Mama zumindest ein paar kleine Geschenke geschickt. Aber es macht mich ein bisschen traurig, dass ich sie nicht sehen kann. Aber natürlich, Gesundheit ist am wichtigsten. Ja. Also, das wär's. Und heute fahre ich schon nach Hause. Na, da ist Sophie. Hi.
Ты поедешь домой, ведь так сможешь разлучиться с ведущей. Анна. Bald vom Papa abgeholt. So, jetzt müssen wir wieder den Tausch machen, mit Ihnen besprechen, ob wir über die Grenze fahren können. Diese 10 Meter. Ja, damit es einfacher wird. Stimmt, Sophie? Du wirst das mit mir kommunizieren, oder? Ja. Also, wir sind dann gestern nach Hause gekommen, gefahren. Der Weg war zum Teil gut, zum Teil war Sophie nicht so zufrieden, aber es ging. Und ja, dann haben wir sehr gut gegessen. Für mich wurde alles vorbereitet. Das war sehr nett. Und danach waren wir sehr müde. Also haben wir uns nicht mehr verabschiedet von euch. Deshalb mache ich es heute in der Früh. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut euch auf jeden Fall auch den ersten Teil des Videos an. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo lässt, einen Daumen hoch und mir unter Bonchuk Niki auf Instagram folgen werdet. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Baba.